Elektroauto, Wärmepumpe, Photovoltaikanlagen, das sind Investitionen, die sind nicht ohne und die können sich nur Besserverdiener leisten. Der normale Eigenheimbesitzer mit Familie, der hat gar nicht die Reserven, um sich sowas zuzulegen. Ja, das sind die Argumente, die ich immer wieder höre. Und im heutigen Video wollen wir uns mal ansehen, ob man sich das wirklich nicht leisten kann, was kostet es wirklich mehr und was bringt es eigentlich am Ende. Und wenn euch das interessiert, bleibt dran. Es gibt viele Zahlen zu sehen, haltet euch fest und damit moin moin und herzlich willkommen bei Gewaltig Nachhaltig. Zugegeben, Elektroautos sind immer noch teurer als ihre vergleichbaren Brüder und Schwestern mit Verbrennungsmotor und Wärmepumpen sind auch zurzeit absolut nicht zum Schnäppchenpreis zu bekommen und auch Photovoltaikanlagen, hier steigen die Preise auch wieder. Und bei allen dreien reden wir schon von echt großen Investitionen im fünfstelligen Bereich. Aber es geht ja nicht nur darum, um die Investition, sondern es geht ja auch darum, um den Betrieb hinterher. Wir reden ja bei allen dreien, gut beim Auto jetzt nicht unbedingt, aber bei Photovoltaikanlage und Wärmepumpe reden wir mal mindestens von 20 Jahren. Beim Elektroauto reden wir von 10 Jahren ungefähr, da müssen wir also von zwei Elektroautos reden. Aber ich sag mal, in 10 Jahren, 2032, sollte ein Elektroauto nun wirklich nicht mehr teurer sein als sein verbrennendes Pendant, wenn wir dann überhaupt noch neue Verbrenner auf den Markt bringen. Eigentlich dürfen wir das nicht mehr, wenn wir die Klimaziele erreichen wollen, müssen wir schon viel früher die Elektroautos sich durchsetzen lassen auf dem Markt. Ja, und was natürlich immer noch dazu kommt bei Elektromobilität, bei Wärmepumpen und bei Photovoltaikanlagen, das sind natürlich die Förderungen, die müssen wir natürlich mit reinrechnen. Und wir schauen uns heute einfach mal vergleichbare Szenarien an. Einmal ein Elektroauto mit dem vergleichbaren Verbrenner dazu, einmal die Gastherme mit der Wärmepumpe und einmal die Photovoltaikanlage mit ohne Photovoltaikanlage und wollen einfach mal ansehen, was kostet das Ganze denn, was ist der Aufpreis, was würde uns ein Kredit zurzeit kosten, um das Ganze aufnehmen zu können und was sind die Erträge und wie sieht es nach 20 Jahren bilanziell aus. Das schauen wir uns heute mal an und jetzt steigen wir erstmal in die Zahlen ein und ich gebe dann auch immer noch Erklärungen zu den Zahlen, damit ihr versteht, was dahinter genau steckt. Hier haben wir also unser Zahlenwerk und ich springe gleich mal ans Ende zum Fazit, gehe quasi ans Ende der ganzen Rechnung und wir haben ein Fazit. Mit Sektorenkopplung haben wir in den nächsten 20 Jahren Ausgaben von 119.189 Euro. Ohne Sektorenkopplung liegen wir dagegen bei 155.788 Euro. Das ist eine Differenz von knapp 36.500 Euro. Und wie wir auf die gekommen sind, das sehen wir uns jetzt mal an. Die Ausgangslage, wir haben mit dem E-Auto oder mit dem Auto eine Fahrleistung von 15.000 Kilometern pro Jahr. Wir haben einen Wärmebedarf an Gas von 20.000 Kilowattstunden und wir haben einen Haushaltsstromverbrauch von 4.000 Kilowattstunden. Das sind alles relative deutsche Durchschnittswerte, mit denen wir hier rechnen. Und wir sehen uns das Ganze jetzt mal an. Im Bereich der Heizung, da haben wir die Wärmepumpe mit 25% PV-Strom angegeben. Ein Viertel holen wir also aus der eigenen Photovoltaik und drei Viertel aus dem Netz. Und wir haben Kosten von 19.200 Euro nach Förderung. Da haben wir uns orientiert an unserem eigenen Angebot, was wir für die Wärmepumpe jetzt vorliegen haben. Bei der Gastherme sind wir bei rund 10.000 Euro Investitionskosten, weil es wird nicht nur die Gastherme getauscht, es werden Ausdehnungsgefäße getauscht, die Verrohrung wird getauscht, der Warmwasserspeicher wird getauscht, das ist alles hier in dem Angebot auch mit drin. Und da kommen wir schon problemlos auf 10.000 Euro bei der Gastherme auch. Auch da werden die Sachen teurer. Und wir haben den Handwerker befragt, den Installateur damals, der hat uns das auch so gesagt, das wird in dem Bereich liegen. Und jetzt gucken wir uns mal die Kosten an. Da sind wir natürlich hier mit 9.200 Euro deutlich drüber bei den Investitionskosten. Dann wechseln wir zum Auto rüber. Hier haben wir einmal verglichen den Renault Zoe, den wir fahren, mit 18 Kilowattstunden Durchschnittsverbrauch auf 100 Kilometer. Da sind auch die Ladeverluste mit drin und wir haben angerechnet, 50% laden wir aus der PV zu 10 Cent Erzeugungskosten und 50% aus dem Netz zu 35 Cent. Wir haben sowohl beim Strom als auch beim Gas jetzt keine Preissteigerungen drin. Wir rechnen die nächsten 20 Jahre mit den aktuellen Werten. Kein Mensch weiß, wo die Werte hingehen. Gas kann viel teurer werden, Strom kann viel teurer werden. Wir vergleichen es mit jetzigen Durchschnittswerten. Und dann sind wir hier beim Renault Zoe bei Investitionskosten mit Akku für 22.800 Euro. Das ist der reale Preis, den wir gezahlt haben. Und dagegen vergleichen wir den Renault Clio TCE 90 X-Tronic Evolution. Der hat ähnliche Leistungswerte und Ausstattungswerte wie der Renault Zoe. Liegen dabei 5,7 Liter auf 100 Kilometer. Berechnen das Ganze mit 2 Euro pro Liter Benzin. Ich glaube nicht, dass das nochmal viel günstiger wird. Und wir müssen hier noch die Kfz-Steuer reinrechnen. Die hat nämlich der Zoe nicht.
Inspektion und Versicherung habe ich ungefähr gleich angesetzt für beide und deshalb aus der Kalkulation rausgelassen. Bei der Inspektion sagt man immer, E-Autos haben weniger in der Inspektion. Ja, aber der Zoe muss jedes Jahr zur Inspektion, der Clio nur alle 2 Jahre. Beim Clio werden die Kosten steigen mit Alter des Autos, das ist beim Renault Zoe weniger so. Dafür muss beim Zoe die Bordbatterie ziemlich häufig getauscht werden, alle 3 Jahre. Das steckt auch ins Geld. Also ich setze die einfach mal gleich. Der Clio wird sicherlich höhere Inspektionskosten insgesamt haben. Aber unsere Rechnung geht ja eh in die andere Richtung, zu zeigen, dass es günstiger ist. Ja, dann haben wir hier also einen finanziellen Aufwand. Ich habe 15% Rabatt rausgerechnet, den wir beim Zoe auch hatten. Dann sind wir neben der Förderung also nochmal 15%. Dann sind wir beim Clio bei 18.572 Euro. Auch hier natürlich die günstigere Investition. Da sparen wir auch rund 4.300 Euro. Dann gehen wir noch zum Strom. Da haben wir halt bei der Sektorenkopplung die Photovoltaik. Auch hier habe ich was Durchschnittliches genommen. 10 Kilowatt Peak mit 7,5 Kilowattstunden Speicher. Ost-West-Anlage 850 Kilowattstunden pro Kilowatt Peak und den Strombezug aus dem Netz dazu mit 35 Cent. Und da liegen wir bei 20.000 Euro. Das sind die Preise aus diesem Jahr. Letztes Jahr hätte ich jetzt noch eher 16.000, 17.000 Euro hingeschrieben, aber auch hier orientieren wir uns an aktuellen Preisen. Und das Ganze ohne Photovoltaik, natürlich Installationskosten 0 Euro. Ja, und da kommen wir insgesamt beim Aufwand auf einen Wert von 62.000 Euro bei der Sektorenkopplung und 28.572 Euro ohne Sektorenkopplung. Das heißt, wir sparen bei den Investitionen mal locker fast 35.000 Euro. Das ist das, was man halt einmal aufnehmen muss, um jetzt mehr hier zu investieren in die Technik. Da schauen wir uns gleich mal an, was das Ganze heute kostet, 35.000 Euro aufzunehmen. Und natürlich muss das Ganze jetzt beim Betrieb wieder reingeholt werden. Und da schauen wir uns jetzt mal die Betriebszahlen an. Und zwar haben wir hier einmal die Heizung und da haben wir ein Excel-Sheet, mit dem wir das mal berechnen können. Und zwar sehen wir hier Gastherme oder Wärmepumpe. Die Investitionskosten sind erstmal hinlänglich egal. Jetzt geht es erstmal darum, was berechnen wir für Werte für den Energiekosten. Da haben wir hier einmal 15 Cent für die Kilowattstunde Gas. Bei 9,90 Euro Grundpreis, der ja wegfällt, wenn ich den Gasanschluss lahmlege oder stilllege. Dann haben wir bei dem Strom die 35 Cent angesetzt mit einer Einspeisevergütung von 6,53 Cent. Und dann haben wir noch den Schornsteinfeger mit 70 Euro berechnet, der jährlich einmal kommt, den wir natürlich mit der Wärmepumpe nicht mehr brauchen. Dann haben wir angesetzt den Durchschnittsverbrauch 20.000 Kilowattstunden Gas pro Jahr. Und dann haben wir das ins Äquivalent gesetzt für die Wärmepumpe in Kilowattstunden Stromverbrauch. Bei einem COP von 3,5 landen wir bei 5.700 Kilowattstunden mit der Wärmepumpe. Das bedeutet, die Wärmepumpe holt sich ja drei Teile oder einen Teil oder eine Kilowattstunde Strom aus dem Netz oder aus der PV und macht daraus 3,5 Kilowattstunden Wärme. Den Rest holt sich aus der Umgebungsluft. Deshalb hier der Energieaufwand wesentlich geringer. Und dann halt aus der Photovoltaik haben wir gesagt ein Viertel, also 1425 Kilowattstunden. Und so kommen wir dann auf die Werte, die wir hier haben. Gas 63.776 Euro über 20 Jahre. Strom mit PV 38.039 Euro. Die haben wir dann hier eingetragen und sind so auf die Werte gekommen. Beim Auto ist die Rechnung relativ einfach. Wir haben hier die Werte, die wir hier angenommen haben, auch mit reingebracht, sind dann auf 12.150 Euro Energiekosten über 20 Jahre für das Elektroauto gekommen und auf 35.440 Euro Energiekosten für den Verbrenner. Und schlussendlich noch beim Strom. Da haben wir für unsere Photovoltaikanlage hier auch mal die Berechnung angestellt mit heutigen Werten. Wir haben hier also Ost-West angenommen, 90-90, Ausrichtung bei 30 Grad. Haben dann 4.000 Kilowattstunden Stromverbrauch angesetzt und einen Arbeitspreis von 35 Cent. Wir haben die Strompreissteigerung außen vor gelassen, auf 0 gesetzt. Einspeisevergütung 6,53 Cent, wie besprochen. Autarkiegrad ohne Speicher 45%, mit Speicher 80%. Der spezifische Ertrag, den haben wir mal mit 900 Euro hier angegeben, 900 Kilowattstunden pro Kilowatt Peak und kommen dann hier insgesamt auf 14.000 Euro, die wir Investitionskosten nur für die PV haben und 6.000 für den Speicher. Und Betriebskosten pro Jahr haben wir noch 1% von den Anschaffungskosten mit reingenommen und dann natürlich noch im Betriebnahmejahr mit dazu genommen. Und dann kommen wir bei der ganzen Sache auf ein Ergebnis, was schon ernüchternd ist mit heutigen Preisen. Und zwar mit Speicher
wird sich die Anlage in 20 Jahren gerade mal so von selbst tragen. Ohne Speicher macht sie einen Gewinn von 3.000 Euro. Das sagen wir immer, Speicher ist nicht sonderlich wirtschaftlich. Woran liegt das Ganze? Naja, zum einen liegt das daran, wir haben natürlich nur den Stromverbrauch genommen. Für die Amortisationsrechnung haben wir Wärmepumpe E-Auto rausgelassen, weil da haben wir das ja schon mit einberechnet. Und dann würde es ja keinen Sinn machen, wenn wir jetzt nochmal das Ganze hier wieder mit reinrechnen. Also den Gewinn können wir nur einmal verrechnen, entweder beim Auto oder bei der Photovoltaik. Deshalb haben wir jetzt nur mit 4000 Kilowattstunden gerechnet und so tut sich eine Photovoltaik mit heutigen Kaufpreisen natürlich und der niedrigen Einspeisevergütung schon schwer, überhaupt ins Plus zu kommen. Deshalb auch ganz wichtig, dass diese Einspeisevergütung hier steigt. Ansonsten wird das langsam immer schwieriger. So, das sind also die Werte, die wir dann übertragen haben. Ich habe hier noch 850 Kilowattstunden pro Kilowatt-Peak stehen. Das ist dann natürlich, da gehen wir mal auf 900 hoch, damit die Photovoltaik sich wenigstens selber trägt. Das war schon das Ziel und 900 Kilowattstunden pro Kilowatt-Peak ist schon Durchschnitt bei einer Anlage in Deutschland. Da liegen wir zwischen 700 und 1200 Kilowattstunden pro Kilowatt-Peak. Von daher passt das schon ganz gut. Ja, und dann kommen wir insgesamt bei Bereich Strom auf 7000 Euro Kosten für Strom, die wir mit der Photovoltaik in den nächsten 20 Jahren noch haben. Und ohne kommen wir auf 28.000 Euro und da sehen wir auch hier wieder die große Diskrepanz und am Ende ist die einfach, dieser Unterschied an Energiekosten ist das Frappierende. 57.189 Euro zahlen wir mit der Sektorenkopplung noch für Energie und 127.216 ohne. Das ist halt das Große, was viele nicht bedenken. Das kommt einfach da rein, das sind 70.000 Euro, die wir mehr in Energie investieren werden in den nächsten 20 Jahren, wenn wir die Sektorenkopplung nicht machen. Und daraus entsteht dann halt dieses große Manko, was wir hier haben. Wir haben die 119.000 zu 155.000, dadurch die Sektorenkopplung wesentlich günstiger auf 20 Jahre gerechnet. Da sind wir bei, wie gesagt, naja, 35.000 Euro auf 20 Jahre gerechnet. Das ist schon ein richtiger Batzen, der da zusammenkommt. Jetzt muss man natürlich sagen, man muss sich das hier leisten können, diese 35.000 Euro Unterschied in der Investition. Und das schauen wir uns jetzt mal an, was uns das denn heute kostet. Hier sind wir jetzt mal bei einem Kreditrechner im Internet und haben uns hier mal die 35.001 Euro eingetragen. Und zwar haben wir das gemacht, weil bei diesem Kreditrechner ab 35.001 Euro ein günstiger Zinssatz gilt. Und zwar, wie wir hier unten sehen, 3,49%. Unter 35.000 Euro wären wir bei 3,59%. Also nehmen wir den 1 Euro noch mit. Wir haben jetzt einfach mal eine lange Laufzeit. Wir reden ja von 20 Jahren. Haben wir einfach mal 96 Monate genommen. Das sind 8 Jahre. Und zahlen dann eine Monatsrate von 417,57 Euro. Und was halt wichtig ist, Gesamtbetrag, also mit Zinsen, sind wir bei 40.086,58 Euro. Das heißt, wir haben ungefähr 5.000 Euro, die wir noch in Zinsen investieren müssen, damit wir unsere Technik uns auch sofort leisten können. Und wie gesagt, die 5.000 Euro müssten wir noch abziehen von dem Ertrag, den wir haben. Diesen 35.000 Euro, mit dem wir da im Plus sind. Das heißt, wir sind immer noch bei gut 30.000 Euro, die wir plus machen über die 20 Jahre. Das sind 1.500 Euro pro Jahr, das sind über 100 Euro im Monat und jetzt gucken wir mal, 417,57 zahlen wir. Davon können wir locker sagen, 117 werden wir einfach einsparen durch Energiekostensparung und dann zahlen wir noch 300 Euro im Monat für die ersten 8 Jahre, die wir halt on top zahlen müssen, das ist klar, aber danach holen wir das Ganze einfach wieder rein durch eine langfristige Investition, die wir hier getätigt haben. Das sind also die Zahlen, die ich einfach mal darlegen wollte. Das große Plus bei der Sektorenkopplung ist einfach, die Energiekosten deutlich, deutlich zu senken. Man hat das ja gesehen. Ein Teil der Kreditrate wird dadurch schon übernommen, durch dieses, dass man einfach weniger an der Tankstelle lässt oder beim Stromanbieter lässt oder beim Gasanbieter. Das fällt halt teilweise komplett weg. Man hat nur noch den Stromanbieter, hat nur noch eine Grundgebühr. Und mit der Sektorenkopplung zahlt man immer noch genug Strom an den Netzbetreiber, Strombezug, dass man da nicht irgendwie in horrend teure Tarife kommt, sondern man hat ja wirklich 50%, sagen wir bei uns ungefähr, wer gut ist, schafft vielleicht 60% Eigendeckung, der holt aber immer noch 40% von, sagen wir mal, 10.000 Kilowattstunden aus dem Netz. Das sind dann immer noch 4.000 Kilowattstunden und der kommt also nicht in irgendwie schlechtere Tarife rein, weil er zu wenig Strombezug hat. Das passiert also auch nicht. Und dann ist es auch nicht dramatisch, wenn von der Förderung vieles beim Handwerk
liegen bleibt und nicht beim Endkunden ankommt, weil das ist die Rechnung, wie sie jetzt ist, mit den Preisen, wie sie aktuell sind. Also auch das natürlich nicht unbedingt so schön. Man will natürlich von der Förderung auch selber als Kunde was haben, aber es ist kein Genickbruch, man kann das trotzdem machen. Dann sehe ich eigentlich Gas und Benzin beim Energiepreisanstieg deutlich vorne, weil allein durch die CO2-Steuer und dann auch einfach durch das Weltmarktgeschehen wird einfach fossile Energie immer teurer werden, wohin regenerative Energie, okay, die Kosten für die Installation steigen auch, aber die Erzeugungskosten, die bleiben halt auf einem Niveau und das ist halt der Unterschied. Regenerative Energie ist politisch nicht steuerbar, sondern sie ist einfach da, sie ist in jedem Land vorhanden und muss nur abgeschöpft werden. Das ist halt auch der große Vorteil. Und was ich auch jetzt nicht mit drin berücksichtigt habe, wer heute einen Verbrenner kauft, der muss damit rechnen, dass er in 10 Jahren nichts mehr dafür bekommt, weil wir werden in 10 Jahren ein ganz anderes Bild auf der Straße haben. Viel weniger Verbrenner, viel, viel mehr E-Autos, wahrscheinlich auch weniger Tankstellen dann schon und wesentlich mehr Ladesäulen und Ladeparks. Also auch der Wertverlust beim Auto ist nicht mit reingerechnet, der kommt nochmal on top. Da geht auch noch einiges verloren, wohingegen Elektroautos, das zeigen sie seit Jahren, sehr wertstabil sind. Und natürlich muss erstmal der Gebrauchtwagenmarkt jetzt in Schwung kommen, weil nicht jeder kauft sich ein neues Auto, wie ich es im Beispiel gerechnet habe, das ist auch klar. Aber die Sektorenkopplung wird auch nicht von jedem sofort vollzogen, das dauert halt einfach auch. Viele fahren ihre Autos halt wirklich, bis sie alt und klapprig sind und lassen ihre Heizung natürlich auch so lange wie möglich drin. Was sofort angegangen werden kann, ist die Photovoltaikanlage. Wie gesagt, da werden die Konditionen sicherlich nicht mehr wirklich besser werden in Zukunft. Das heißt, da sollte man jetzt schon sehen, was bringt das Osterpaket von Robert Habeck und dann gucken, dass man damit abschließt und sich dann eine Photovoltaikanlage holt. Diese Investition sollte man auf jeden Fall sofort tätigen und die anderen Sachen dann peu à peu dazu holen, genauso mit Haussanierung, dass man dann auch peu à peu weitermacht mit. Es muss nicht alles auf einmal gemacht werden, aber dieses Beispiel zeigt doch eindeutig, durch die Energiekosten, die einfach wesentlich, wesentlich niedriger sind, lohnt sich die Sektorenkopplung. Und das wollte ich einfach im heutigen Video nochmal dargestellt haben. Gerne eure Kommentare. Habe ich in der Rechnung vielleicht irgendwas schief, krumm oder vergessen? Ich habe auch pro Sektorenkopplung nicht alles mit drin. Wie gesagt, da habe ich Sachen rausgelassen. Schreibt mir gerne rein, was ihr darüber denkt. Und in diesem Sinne danke ich euch für die Aufmerksamkeit. Lasst gerne einen Daumen da, abonniert den Kanal. Bekommt ihr immer alles mit, was wir machen. Wenn ihr die Glocke drückt, gibt es auch immer einen Hinweis. Instagram mal reinschauen, da sind wir vertreten. Und in diesem Sinne danke für die Aufmerksamkeit und tschüss, bis zum nächsten Mal.